Für Gockel Konstantin hat Fliegen keinen Sinn. Er muss am Boden bleiben und uns die Zeit vertreiben. Auweia, auweia, da haben wir keine Eier. Auweia, auweia, da haben wir keine Eier. Für Gockel Konstantin hat Schlafen keinen Sinn. Wir sollen uns sonst im Leben von Ulle im Busch erzählen. Gockel Konstantin hat Beine keinen Sinn. Wir sind in deiner Nähe und machen dein Gekrähe. Auweia, auweia, kiki, kiki, kiki. Auweia, auweia,
Habt ihr die Hängematte mit? Klar. Sieh hoch. Keine Ahnung. Komm, wir fragen mal. Tag, was machen Sie denn hier? Ja, das Hotel soll vergrößert werden. Wozu brauchen Sie das? Damit vermessen wir das Grundstück. Und die Zahlen, die tragen wir in diesen Plan ein, damit die Bauarbeiter wissen, wo sie bauen sollen. Jetzt mal durchgucken. Nicht mehr lange, da kommt ein Parkplatz hin. Da muss der Baum weg. Guck mal, Anne. Das sieht ja toll aus. Frank, guck mal. Guck mal, Rita. Mensch, wir müssen unsere Wohnung retten. Da fällt ja alles raus. Gut, dann können wir das Bett bauen. Achtung, Bett einhaken. Jetzt ist das Schlafzimmer fertig. Ich probier's mal aus. Halt mich an. Gibst du mal rüber? Gelötet. Wir wollten doch heute die Dusche einbauen. Er hat eben keine Zeit, er muss ein Grundstück suchen fürs neue Haus. Euer neues Haus. Und unsere Wohnung? Wann soll die fertig werden? Braucht euch gar nicht zu streiten. Wir müssen doch sowieso umziehen. Bis dahin reicht die Kanne auch. Umziehen, Spinste? Unser Baum wird doch abgesägt. Hast du wohl vergessen, was? Wohin sollen wir dann? Es gibt doch 1000 Bäume in Uldenbusch. Aber nicht so einen. Klar, wieso denn nicht? Können wir ja gleich aufhören und einen neuen suchen.
Dann sag mir wo. Bei Bese steht ein toller. Der ist gut. Von mir aus könnt ihr darin klettern. Aber erst, wenn ich meine Nüsse abgeerntet habe. Das ist zu lange. Was machen wir jetzt? Mensch, Rita, du einen tollen Baumhof. Also Rita, du weißt doch, dass Vater seine Ruhe haben will. Es gibt doch so viele andere Bäume. Weiter. Zu dünn. Weiter. Zu hoch. Weiter. Und was wollt ihr? Wir Lutscher. Ja, gut, ein Baum. Soll er weg? Darf ich mal durch? Ja? Wann denn? Wenn wir mit dem Vermessen fertig sind, dann geht's los. Ach, dann ist endlich Schluss mit der ewigen Laubfegerei. 4,25. Hm. Und wo soll man dann spielen? Ihr werdet doch wohl noch einen anderen Baum finden, ne? Habt ihr wenigstens gesucht? Was denkst du denn? Sie tut gerade, als ob ich schuld bin. Das hat der Gemeinderat entschieden. Da sitzen eure Väter drin. Ich werde mal Ansichtskarten von Uhlenbusch bestellen. Mit viel Landschaft drauf. Die neuen Hotelgäste sollen noch einen guten Eindruck von Uhlenbusch bekommen. Ich werde mal gleich einen Fotografen kommen lassen, bevor andere auf die Idee kommen. Der Baum. Wir müssen unsere Eltern fragen. Puh, das interessiert die ja doch nicht. Frag meinen Vater. Er war mal im Gemeinderat. Er hat ja nicht mal Zeit, die Kanne zu lösen. Ja, ein bisschen nach rechts, nach rechts. Wir müssen uns was ausdenken. Nach rechts. Ja, halt. Die Vermesser stören oder so. Ich frag lieber meinen Vater. Dein Vater, wenn ich das schon höre. Der ist auch immer unterwegs, Grundstücke suchen. Na und? Außerdem, dir kann der Baum doch sowieso egal sein. Wieso denn? Du ziehst doch weg aus Uhlenbusch. Wo will Vati bauen? Ich weiß nicht. Irgendwo im Oberwald. Kann ich heute Abend aufbleiben, bis er kommt? Naja, meinetwegen. Aber nun lass mich weiterarbeiten, bitte. Wenn die sich ranhalten, sind die im Frühjahr auch fertig mit dem Hotel. Tja, der Baum, der soll ja nun auch weg. Du, ich hab doch noch mal mit meinen Eltern gesprochen. Die sind noch mal rausgegangen. Irgendwas ist los. Kommst du mit? Hm? Weißt du noch, wie wir den alten Sissel vom Erich da raufgeschleppt haben? Und den dicken Besam auf den Kopf gepinkelt. Hm, die Apfelwurm, die wird sich freuen. Die hat schon immer über das viele Laub gemeckert. Und dann haben wir Verlobung gefeiert auf dem Baum. Mit allem drum und dran. Mit dem Ulrich, hm? Und der ist vom Ast gerutscht vor lauter Aufregung. Und der Unterrock meiner Mutter war dein Brautschleier, Else. Ich
treffen uns morgen. Die Vermesser dürfen nicht fertig werden. Warum ist Nick noch nicht im Bett? Was macht er jetzt noch draußen, frag ich dich. Er sucht dich, nehme ich an. Wieso ist was? Du bist ja nie da. Der weiß doch wohl, dass wir bauen und dass ich deshalb keine Zeit habe. Mhm. Für dich gibt's nur noch Grundstücke, Häuser, Kataloge. Wir sind Luft für dich. Ja, dann musst du dich jetzt ein bisschen mehr um ihn kümmern. Ach, und meine Arbeit? Mit. Wohin? Zum Grundstück. Kann dich aber nicht gleich zurückbringen. Muss noch Kunden besuchen. Macht nichts. Was ist es? Da kommt das Haus hin. Hier die Auffahrt zur Garage. Hier der Vorgarten. Ja, du kriegst ein riesiges Zimmer hier. Na, hier kannst du Indianer spielen, wo du willst. Keine Autos, nichts. Mit wem denn? Na? Wie gefällt dem stolzen Häuptling der neue Wigwam? Wenn ich das Grundstück erstmal gekauft habe, dann können wir Weihnachten einziehen. Los, komm, ich hab's eilig. Das noch, dann sind wir fertig. Na? Ja, ein bisschen nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ja, ja, ja. Halt! Wie lange gedauert? Ich hab Hunger.
Gute Idee. Ich weiß hier ein schönes Plätzchen. Haben die Pommes? Nee, mein lieber Lokal ist nicht. Wir müssen sparen. Ich hab Brote mit. Ist schön hier, ne? Bist du schon mal umgezogen? Ich? Nee. Ich bin in Uhlenbusch geboren, weißt du? Du, was ist denn los mit dir? Wurst oder Käse? In der frischen Luft schmecken sie am besten. Die Stullen von deiner Großmutter. Das war was. Die haben wir auch immer im Freien gegessen. Im Baum vor Appelbooms Laden. Sag mal, spielt ihr auch noch da drin? Der soll weg, da kommt ein Parkplatz hin. Na, umso besser, dass wir wegziehen. Dann kriegen wir den ganzen Krach nicht mehr mit. Sag mal, was findest du denn schöner, glatten Putz oder Klinker? Ich find schöner, wenn du in Uhlenbusch bleibst. Kann ich verstehen. Jeder Abschied fällt schwer. Mit wem soll ich spielen, wenn wir da hinziehen? Siehst du, daran hast du nicht gedacht. Du, wenn ich das Grundstück jetzt nicht kaufe, dann wird's nichts mit Weihnachten im neuen Haus. Mach doch nicht. Ich löte auch die Gießkanne. Es hilft uns die Gießkanne, wenn der Baum abgehakt wird. Aber Nick, was der Gemeinderat beschließt, das läuft. Kann man da gar nichts machen? Nee. Da müsste der Baum schon unter Denkmalschutz stehen. So wie der hier. Na komm. Damit ein Baum wie der hier nicht gefällt wird, nimmt die Behörde ihn in Schutz. Das nennt man Denkmalschutz. Sieh mal, auf dem Schild da steht's. So, komm jetzt. Naturdenkmal. Warum steht unser Baum nicht unter Denkmalschutz? Was? Warum steht unser Baum nicht unter Denkmalschutz? Na du, da gibt's sicher ganz strenge Vorschriften. Sonst könnte ja jeder kommen und einen x-beliebigen Baum unter Denkmalschutz stellen lassen. Los, komm. Unser Baum ist aber kein x-beliebiger. Also los, komm. Steig ein, vielleicht schaffen wir's.
Kinder, lasst uns doch weitermachen. Euer Gemeinderat hat doch alles genehmigt, oder? Den Parkplatz vom Baum war keine Rede. Und das hier? Hm? Was ist denn, wenn die Kastanien auf die Autos fallen? Wollt ihr die Kratzer auf dem Blech bezahlen? Wenn er euch auf den Kopf steht, der Baum bleibt stehen. Ach, zigmal habe ich so einen Aufstand wegen dem Baum erlebt. Ihr habt keine Chance. Ich finde den Baum doch auch schön. Der ganze Platz ist verschandelt, wenn er weg ist. Habt ihr was? Eindruck von Natur und Landschaft. Nutzung von Grundflächen. Natur und Landschaft. Des Naturhaushalts. Was heißt denn das? Sag schon, was ist los? Wir können den Baum unter Denkmalschutz stellen lassen. Hm? Was ist denn das? Wir brauchen bloß einen Antrag bei der Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung zu stellen. Und da kann jeder so einen Antrag stellen? Jeder. Dann kann er nicht mehr umgehackt werden. Juhu! 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 An die Behörde für Natur- und Denkmalschutz. Sehr geehrte Herren, hiermit beantragen wir, dass die Kastanie auf dem Hotelplatz in Ohlenbusch unter Denkmalschutz gestellt wird, weil der Baum alt ist. Älter als wir alle. Schreibt das dazu. Älter als dem Karlchen sein Opa. Komm nun mal ernst, ja? Und weil er groß und schön ist. Ja. Und weil er ein Wahrzeichen von Ohlenbusch ist. Und weil wir alle mit dem groß geworden sind. Genau. Und weil so etwas Wertvolles erhalten werden muss. Und der Baum ein Baum ist. Und muss der Baum ein Baum bleiben. Jawohl. Jawohl. Der ist es.